Hallo und herzlich willkommen, liebe Train Fever Freunde da draußen. Wir sind wieder zurück. Naja, eigentlich nur ich. Aber ich nenne euch da immer ganz gerne mit, weil, ja, Community-Bindung und so weiter. Naja, egal. Wir sehen hier gerade unseren kleinen Zug hier. 29 Passagiere. Ich habe noch ein paar Anhänger dran gehängt. Und jetzt müssen sich die FPS erstmal wieder fangen. Das ist natürlich klasse. So, ich mache noch schnell die Kamera wieder richtig. So. Und hier, wir haben schon wieder drei Leute wartend. Ist doch auch nicht schlecht. An der Busstation warten sogar auch noch ganz viele. Und ich zeige euch das mal eben. Hier oben. Ich habe jetzt hier ein Depot nochmal hier hinten hin gemacht. Und wir haben wieder ein bisschen Geld. Ich habe das Spiel noch ein klein wenig laufen lassen. Und ja. Oh, was haben wir denn für Erfolge? Oh, ja, cool. Egal. So. Mist, jetzt habe ich meine Uhr nicht. Jetzt muss ich das nach Gefühl machen. Okay, ich mache das nach Gefühl. Gut. Dann eben so. Und zwar wollte ich mal gucken, ob wir eventuell hier auf diese Stadtlinien noch ein paar mehr Postkutschen setzen müssen. Und zwar, ich mache das jetzt einfach hier mal so Straße einfach nur. So. Ah, schade, es wird dahinter. Na egal, machen wir es doch so hier. Das stört ja niemanden. So. Und zwar würde ich gerne den Takt bei beiden auf die gleiche Geschwindigkeit kriegen. Dass also ja, die Postkutschen von einer Station zur nächsten bei beiden gleich brauchen. Hier sind es 25, hier 30 Sekunden. Das wollen wir ein bisschen ändern. Holzkoppel. Hier warten ja noch einige Leute. Deshalb werde ich jetzt mal noch ein paar einstellen und das vielleicht versuchen, so auf 20 runterzukriegen. Ja, wir werden es uns wahrscheinlich nicht hundertprozentig leisten können. So, aber jetzt erstmal hier Holzkoppelbus. Und wir haben 21, also müssten wir da eventuell noch eins kaufen. So. Und weisen dem jetzt mal hier wieder den Holzkoppelbus zu. Und jetzt haben wir nämlich unsere 20 Sekunden, die wir wollten. Und das ist irgendwie optimal, habe ich so mal beim Spielen rausgekriegt. Da fahren die gerne mit. So, und jetzt gehen wir mal in die Stadt hier. Und sobald wir wieder ein bisschen Plus auf dem Konto haben, werden wir hier diese 16 Leute, die hier warten, abholen. Oh ja, hier warten einige. Das ist krass. So. Aber es ist doch schick, dass das hier mit dem Busverkehr funktioniert. Und hier, das ist echt witzig. Immer wenn sich eine Kutsche nähert, öffnen sich hier die Tore. Achtung. Meine Fresse, jetzt komm doch endlich. Ah, okay, geht nur, wenn sie von der anderen Seite kommen. Aber hier, wenn die jetzt hier kommt, dann achtet mal auf die Tore. Und whoop. Ja, ich find's witzig. So. Was hatten wir denn geplant? Wir könnten jetzt noch eine zweite Eisenbahn einstellen, weil unsere eine Eisenbahnlinie ja eigentlich schon recht gut Plus macht, wollte ich sagen. Ist aber nicht so. Wir könnten auch einfach mal noch eine Buslinie in der dritten Stadt machen. Oder wir kümmern uns jetzt echt mal um... Wo war denn das, wo ganz viele Ressourcen transportiert wurden, was wir übernehmen wollten? Ach so, ja. Ich sollte vielleicht noch Cargo wieder einschalten. Genau. Hier, dieses Öldingens hier. Das wollen wir komplett übernehmen. Das reißen wir an uns. Und auch hier hinten das Stahlwerk. Stahl bringt eigentlich echt viel, was natürlich super ist. Produkt, Eisenerz, genau. Ach so, nee. Und hier drüben ist dann die Fabrik. Genau. Und da kommen dann Güter raus. Also im Prinzip Stahl. Die Güter sind immer das, was in die Stadt geliefert wird. Und es wird geautosaved, deshalb hängt es jetzt ganz kurz. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr in der Aufnahme. Ich könnte es auch ausstellen, aber da gehe ich lieber auf Nummer sicher, falls das mal abstürzt. Und ne, ihr wisst, was ich kenne zu meinen. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil irgendwie so viel Geld, wie wir hier reinkriegen, zieht uns die Eisenbahn auch schon wieder weg. Die ist halt verdammt teuer mit 8 Waggons. So, 196.000, damit ist die auch mal wieder im Plus. Der Weg ist halt recht lang. Und die fährt ja nur halb voll. Wir müssen das hinkriegen, dass hier mehr Leute mit unserem Zug fahren.
Weil dann können wir richtig Geld mitmachen. Der muss einfach mal voll werden. Und dann kriegen wir, dann nehme ich pro Fahrt so 250.000. Und das deckt sich dann richtig schön mit den Benutzungskosten. Wir können jetzt nichts anderes machen, als hier zu warten. Und 4 Millionen Darlehen, ich gucke gerade nochmal. Ja, jetzt machen wir wieder langsam Plus. Das finde ich auch gut. Weil nach den letzten Jahren so, und davor war es ja auch schon ganz schön schlimm. Also ich schau mal eben Betriebskosten, genau. Unsere Eisenbahn hier, die kostet Unmengen. Okay, unsere Straßenfahrzeuge sogar noch mehr, krass. Aber, was wichtig ist hier, verkaufte Fahrzeuge, haben wir doch eigentlich gar keine verkauft. Genau, ist ja nichts, stimmt. Und die Einnahmen sind aber halt auf der Straße am höchsten. Heißt, wir sollten uns erstmal auf die Straße konzentrieren, weil unser Zug, der macht irgendwie nicht ganz so viel Kohle. Und hier warten jetzt 46 Leute. Mal gucken, wie das hier hinten ist. Nee. Hier fahren immer nicht so viele. Da wird der Zug nur halb voll. Aber jetzt können wir uns das hier mal angucken. Das bringt uns natürlich ordentlich Kohle gleich hier. So. Mal gucken, wie viele Leute da drin sind gleich. Also ich hoffe, der wird ja endlich mal voll. Weil dann kriegen wir hier nämlich echt ein gutes Plus, was uns natürlich... Was wir natürlich mal brauchen könnten. 48 von 48 und es warten sogar noch 4. Ja, also vielleicht haben die sich jetzt so dran gewöhnt an die Zuglinie. Und es kommen jetzt immer so viele. Was Fakt ist, hier kommen jetzt erstmal die ganzen Leute raus. Also es sind echt eine Menge. Und flugs haben wir hier schon... Huch! Freizeit. Krass, man kann die anklicken. Das wusste ich noch gar nicht. Freizeit via Hamwardebus. Cool. Das ist cool gemacht. Das kam mit dem letzten Update hinzu. Hier will der nämlich hinfahren. Cool, dass sie das so eingebaut haben. Wusste ich noch gar nicht. Wo ist unser Zug? Ach, noch auf halbe Strecke. Okay. Dann können wir uns hier erstmal noch ein paar Straßenfahrzeuge leisten. Und zwar auf den Hamwardebus. Noch ist es ja kein richtiger Bus, aber ihr wisst schon. Weil hier warten auch noch... Oh, was? Schon wieder Autosave? Oh. Hier warten nämlich auch noch ein paar Passagiere, so 3. Und hier hinten warten immer recht viele. Heißt, wenn wir die jetzt auch mal noch abholen mit unseren verbliebenen Bussen und unsere Busse endlich alle immer voll fahren, dann gibt es natürlich einiges an Kohle. Und hier 46, ja, jetzt wird unser Zug richtig voll. Das ist geil. Heißt, wir machen jetzt eigentlich auf unser Bus, auf unserer Zuglinie echt Plus. Müssten wir halt eigentlich. Aber die Strecke ist so lang. Das kostet so viel Unterhaltskosten. Das ist halt eine riesige Strecke, die der hier fahren muss. Deshalb braucht er ja auch 15 Minuten. Und ja, wie schon gesagt, ne, die wollen innerhalb von 20 Minuten ihr Ziel erreichen. Heißt, eigentlich müssten wir hier noch einen zweiten machen und dann in der Mitte eine Ausweichstrecke, damit die schneller hin und her pendeln. Aber das ist jetzt cool, dass hier mehr Leute warten, als der Zug fassen kann. Das finde ich schon mal perfekt. Und hier, jetzt haben wir nämlich hier 359.000 plus gemacht bei einem vollen Zug. Jetzt stelle ich mir noch einen zweiten Zug vor und wenn die beide dauerhaft voll fahren würden. Meine Fresse. Das wäre echt ein Segen. Und schaut mal, wie viele hier warten. 24 Mann. Die ganzen Postkutschen müssen die jetzt erstmal abholen. Bei so einem Intervall von 18. Oh, hier kommen welche gelaufen. Das mag ich nicht. Ich will, dass die mit meinem Bus fahren. Ihr sollt mit meinem Bus fahren. Wo kommt ihr denn alle her? Nein, fahrt Bus. Nehmt meinen Bus. Ich will Geld. Na egal, jetzt haben sie hier unsere Leute, also die Leute hier schon fast abtransportiert alle. Ist natürlich super. Jetzt haben wir hier schon wieder einen Takt von 21 Sekunden. Da müssen wir wahrscheinlich noch eine einzige einstellen. Und zwar für den Holzkoppelbus. Und jetzt haben wir endlich genügend Geld und können damit hier rüber gehen und hier jetzt mal den Intervall kleiner machen. Und boah, 57 Mann. Und Frau, das finde ich geil. Hamwarde sind wir ja hier, genau. Gerade noch so gepasst, bevor wir hier ins Minus abgerutscht sind. So, aber wir haben jetzt den Takt auch auf 22 Sekunden runtergeschraubt. Heißt, wir dürften jetzt bald eigentlich gar niemanden mehr haben, der warten muss. Was natürlich optimal wäre, wenn unsere Busse dauerhaft vollfahren würden. Momentan ist es noch nicht ganz so. Da fahren jetzt viele leer.
weil die alle immer zum Bahnhof gehen. Aber ja, wäre super, wenn eigentlich die immer vollfahren würden. Wir können ja mal hier gucken, die hier hinten ankommen, immer. Komm, 4 von 5, ja, 4 von 5 reicht auch. 2 von 5, okay. Das ist vielleicht doch nicht ganz so optimal. Aber unser Zug, der macht jetzt ordentlich Plus. Im Prinzip genau das, was er soll. So, Hamburger Bus, 21 Sekunden. So, 20 Sekunden. Da haben wir jetzt das, was wir wollten. Und ich überlege gerade, sollen wir noch einen zweiten Zug einstellen? Waggon kostet 25.000 und eine Lok kostet knapp 200.000. Aber wenn man sich das hier mal so anguckt, 22 Leute wartend immer, ist eigentlich recht cool, ne? Ich überlege mal. Da müssten wir aber erst hier noch eine Ausweichstrecke bauen. So ungefähr in der Mitte, hier so. So. Ja, kommt, lasst uns hier in dieser Kurve eine Ausweichstrecke bauen. Eine provisorische. Damit die hier, so. Damit die hier mit 60, also das ist ja jetzt nur eine provisorische halt. Da reicht auch, wenn wir so einen kurzen Abschnitt machen. So. Das reicht auch, wenn die hier mit 60 reinfahren können. Ich weiß ja nicht, wie lange wir die benutzen wollen. So viel hier. Und jetzt müssen wir noch ein paar Signale hier aufstellen. Einmal hier und einmal hier. Dann machen wir hier noch Einwegsignale draus. Heißt, rechts fahren die immer in die Richtung und links in der anderen Richtung. Ihr seht es ja jetzt hier an den Pfeilen. Und das soll jetzt so sein, der eine Zug von hier, der kommt und wartet hier, bis der andere vorbeigefahren ist. Also eine ganz normale Ausweichstrecke. Allerdings bräuchten wir dazu erstmal genügend Kohle hier. Aber es wäre natürlich schon cool, so ein zweiter Zug jetzt, der macht ja jetzt ordentlich Gewinn. Oh, ist ja schon offen. Ups. So, ich mache das hier mal wieder zu. 400k, der macht ordentlich Plus. Heißt, wenn der drüben ankommt, leisten wir uns noch einen zweiten Zug. Die Städte wachsen ja jetzt immer mehr. Oder wir machen zuerst diese Fabrik. Das geht auch. Die Ausweichstrecke hat uns ja jetzt schon einiges gekostet. Dann machen wir nämlich erstmal die Fabrik. Und konzentrieren uns später drauf. Wir brauchen jetzt so ein Frachtdings, also für Cargo. Und bauen jetzt hier nebenan. Einfach, ja, oder hier so davor. Bauen wir eine große Busstation. Oder eine LKW-Station, meine ich. Und hier bauen wir eine kleine, das ist nur eine Fabrik halt. Und dann brauchen wir in der Stadt noch eine. Die können wir einfach hier hin pflanzen. Oder hier rein. Ich schau mal eben. Unter Landnutzung können wir gucken, was Industrie ist. Und ja, wir können das einfach hier mit zum Bahnhof tun. Das passt recht gut. Und zwar hier auch wieder eine große. Heißt, die werden jetzt, wir sorgen jetzt dafür, dass die LKWs das Öl von hier nach hier bringen und dann von hier aus in die Stadt bringen. Und dort wird es dann an die ganzen im blauen Gebäude, die ihr eben gesehen habt, verkauft. Oh, wir brauchen erstmal eine neue Linie, genau. Ich mache mal halbe Geschwindigkeit. Mist, ich vergesse immer, dass das schon offen ist. So, neue Linie. Und wie ist das jetzt? Das war Holzkoppel, ne? Genau. Da mache ich nämlich jetzt einfach mal den Holzkoppelöl. Transport mit einer Hand schreiben, das geht leider nicht ganz so schnell. So, und dem Holzkoppelöltransport sagen wir jetzt, der soll von hier. Oh yeah. Wir haben irgendeinen neuen Personenwagen, das ist cool, da passen 8 Leute rein, nach hier und dann zurück in die Stadt fahren. So. Und in Unterholzkoppel soll der immer eine Fracht vollladen. So. Und jetzt müssen wir noch wieder warten, dass wir ein bisschen Geld haben. Und dann können wir hier nämlich Straßenfahrzeuge drauf ansetzen. Und zwar Pferdefuhrwerke. Ich mache erstmal 4 Pferdefuhrwerke. Ach kommt, lasst uns 6 machen. Ist ja eine große Route. So, alle auf den Holzkoppelöltransport. Und dann schauen wir mal da, ob wir bis Ende des Jahres hier einen Gewinn rauswirtschaften können. Das wäre natürlich schon cool, ne?
Bis jetzt haben wir keinen Minus gemacht, weil noch keine Unterhaltskosten entstanden sind, aber das ändert sich wahrscheinlich bald. Hier warten immer noch welche, also in der Stadt warten ziemlich viele immer noch. Aber in unserer anderen Stadt, ja, okay, da geht's. Da fahren die Busse jetzt nicht so leer, hoffe ich. Wäre natürlich blöd, 3 von 5, ja. Es gibt profitablere Wege, aber das reicht erstmal. Ich könnte uns jetzt so einen Zug hier kaufen. Nee, mache ich noch nicht. Wir gucken erstmal, wie es... Oh, was war das denn? Lebensdauer erreicht und sollte ersetzt werden. Oh, ja, wartet mal. Oh, ich hatte gerade was ganz Komisches im Hals. Joa. So. Die 5, ne, Mist hier. Ich mache jetzt nämlich Folgendes. Man kann das nämlich auf Auto ersetzen hier machen. Und zwar sollen die durch ein Pferdefuhrwerk ersetzt werden automatisch. So. Und hier sollen die auch durch ein Pferdefuhrwerk ersetzt werden. Durch eine Kutsche. Das wird ja jetzt bald passieren, dass die hier alle ermüden, weil wir die ja alle recht zeitnah, also recht gleichzeitig gekauft haben. Und ich weiß nicht, ob es jetzt das hier ist. Straßenfahrzeuglinie 5. Das müsste jetzt rein theoretisch ins Depot fahren nach der nächsten Runde und ein neues dafür wird automatisch gekauft. Was natürlich cool ist, weil dann müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Sind vollkommen aus dem Schneider. Und ja, solange wir nichts tun müssen, ist alles gut. So. Die Stadt wächst so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Diese ganzen kleinen Straßen waren vorher noch nicht da. Cool. Wo sind unsere LKWs? Ah, die drehen noch alle ihre Runden hier. Und fahren jetzt hoffentlich zum Öltransportwerk hier. Ich frage mich auch, was macht diese Straße hier? Die ist doch vollkommen hirnrissig platziert. Ich meine, hä? Ach, nur ist nur ein Stein. Ich dachte, das wäre ein... Naja, egal. Der arme Typ, arbeitslos. Hm. Einer wohnt hier drin und der ist echt weit weg. Einkaufsmöglichkeiten sind einige hier. Aber die Umgebung gefällt ihm. Ist bloß ein bisschen weit in die Stadt, ne? Na gut. Hier haben wir eine Industrie. Ein Wohnhaus direkt neben der Industrie. Ich glaube, ich raff's. Unglaublich. Aber schaut mal, wenn wir diese Industrie abreißen wollten, das kostet unglaublich viel. Später, wenn das noch weiter wächst und hier Hochhäuser stehen, dann kostet es einfach mal 5 Mille, so ein Hochhaus abzureißen. Und so viel Geld haben wir natürlich bei weitem nicht. Wo ist denn unsere Lok? Tierarzt. Ach, wir haben gar nicht mehr auf schnell gestellt. Dann lass das mal machen. Und dann warte ich nämlich noch eben und schau hier mal. Nee, das hier wollte ich gucken. Ja, sie benutzen unsere Güterfabrik hier, die schicken alle unsere Güter jetzt nämlich hier hin. Da warten schon 9 Stück. Und eine Vergrößerung ist in 9 Monaten geplant. Heißt, es kann dann 50 produzieren. Also unsere, das kommt hier scheinbar ganz gut an. Hier lagern auch schon 6 Öl. Und nein, er benutzt es aber nicht. Frechheit. Hier kommen jetzt unsere Pferdefuhrwerke und die werden es hoffentlich jetzt übernehmen. Ich würde dir gerne noch 2 Pferdefuhrwerke einstellen, dass wir 8 haben, weil das so eine schöne runde Zahl ist. Aber es passt halt gerade nicht vom Geld her und so. Manu. Jetzt kriegen wir hier noch einen Zug rein. Mal gucken, wie viel der uns bringt. Boah, schaut euch mal diesen Bahnsteig an. Da warten ja hunderte Leute. Ich lade im Hintergrund übrigens gerade die ganzen Train Fever Videos hoch. Also die letzten beiden, die ich gemacht habe, über die Nacht rendern lassen. Hat eine ganze Weile gedauert. Hab mir auch Mühe gegeben beim Schneiden, hab jetzt auch eben noch eine Stunde lang an 2 Ticket-Parts geschnitten. Jo. Wie gesagt, im letzten Part nichts hochladen, was einem nicht gefällt und deshalb stecke ich da ordentlich Zeit rein. Wobei es Leute gibt, die da mehr Zeit reinstecken als ich, ist ja logisch, aber ja. Ich find's gut so und das ist alles, was zählt. Wir werden uns jetzt mal noch ganz, ganz schnell ein Darlehen leisten und uns eine neue Eisenbahn kaufen, weil hier warten immer so viele Leute und dann werden wir im nächsten Part da einfach mal loslegen. So, also so, ja, es speichert erstmal. So, und jetzt kaufen wir uns ganz flott eine neue Eisenbahn. Ja, die langsam hier reicht. Aber... Ne, wir kaufen uns noch die kleinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ach komm, da gibt es halt einen großen und einen kleinen Zug, passt auch. Wenn wir halt nicht so viel Geld haben. Ich sagte ja, das ist arschteuer. Und das Coole ist, der Zug wird jetzt gleich hier auf dem Gleis einfahren und der andere fährt erstmal auf das äußere Gleis ein und dreht sich dann um und klaut ihm hier die ganzen Passagiere weg. Können wir ja mal schauen. Plop, 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 plop. Ja, 21 ist doch immer noch okay. So, und zwar, die fährt jetzt hier raus, der fährt jetzt hier lang. Ja, super. Perfekt, so stelle ich mir den runden Bahnverkehr vor. Cool. Hier wartet nichts mehr. Der ist mit 27 voll, immerhin. Der wird jetzt hier vor bis zum Bahnsteig fahren und dann warten, bis die Lok hier in der Mitte ist. Also an dem Signal vorbei, weil so ein Signal, das ist ein Wegpunkt und wenn der dann vorbei ist, dann fährt die bis hierhin. Wenn der hier vorbei ist, fährt die auch bis hierhin. Und sobald die dann zurückgekommen ist und ja, die sich aneinander vorbeigefahren sind, fährt der dann auch los und holt die da hinten ab. Heißt, das taktet sich jetzt gleich ganz automatisch ein, in welche Richtung, also in welchen Intervallen die fahren. So. Und so. Hier haben wir unsere beiden Dinge. Die fährt jetzt hier gleich drüber. So, und jetzt setzt sich die hier auch in Bewegung, weil jetzt der Weg frei ist. Warum hat die nur 35 von 36 Passagieren geladen? Ist ja eine Schweinerei. Aber ich denke mal, das bleibt rentabel, diese Linie, solange sie mit der Hälfte voll ist, hoffe ich mal. Wir haben uns natürlich jetzt ganz schön hoch verschuldet. Also, ich hatte noch kein Spiel, wo ich am Anfang so schlecht dastand. Vielleicht, weil wir am Anfang zu wenig auf Fracht gesetzt haben. Aber jetzt kommt ja hier genügend Fracht. Ihr seht es schon. Der macht sich hier erstmal voll mit Fracht. So. Und die warten hier alle gar nicht. Wo sind die denn alle hin? Ach, die fahren schon alle Güter in die Stadt. Rein theoretisch müssten wir uns hier echt mal jetzt noch neue Sachen kaufen. Neue Fuhrwerke. 1920. Warum fährt er denn so langsam? Cool, aber jetzt ist er voll. Hier und die wird die nicht langsamer? Nee. Dann schauen wir nochmal schnell hier zur Mittelstelle. Ach, da ist die noch gar nicht. Okay. So, aber jetzt musst du bremsen. Brems. Boah. Bremst immer so scharf ab. Und die andere kommt jetzt. Das wird natürlich kurze Zeit dauern, bis die da ist. Aber so lange warten wir noch, um zu gucken, wie das hier funktioniert. Und ob es so gut funktioniert, wie ich hoffe. Weil so eine Ausweichstelle ist am Anfang sehr viel praktischer als, oder vor allem preisgünstiger, als direkt so einen zweiten Weg zu legen. Das wird natürlich später unausweichlich. Deshalb habe ich auch am Anfang so viel Kohle ausgegeben für so einen riesigen, Bahnhof, aber das ist am Ende einfach nicht mehr tragbar, wenn du da deinen kleinen Bahnhof abreißen musst und ihn dann ganz neu verkabeln musst. So, schau hier, jetzt ist hier die Bahn frei, die fährt los, die fährt weiter. Alles super, haben sich in der Mitte gekreuzt. Kommen ungefähr zeitgleich bei den Bahnhöfen dort an, können wir ja noch schnell angucken. So. Ich kann das leider nicht größer machen hier, weil man sieht ja immer so ein bisschen schlecht, aber schaut mal, hier warten schon wieder 32. Und der kommt jetzt auch wieder an. Heißt, der wird sich jetzt hier auch gleich wieder vollladen. Das ist ja der kleine, der 36er. Und hier hinten, ja, warten jetzt nicht ganz so viele, weil das halt noch eine kleinere Stadt ist. Aber trotzdem, der eine fährt jetzt dauerhaft voll, schon fast. Und der andere, ja, wenigstens auf der Hälfte, der hat ja auch mehr. Hier ist er jetzt beim Bahnübergang. Okay, der hier kommt ein kleines bisschen eher an. Gut zu wissen. Der lädt jetzt aus, aber fast zeitgleich. Schaut mal, da haben wir die Mitte doch super getroffen. Und der ist ja auch ein kleines bisschen später losgefahren. Der hatte nicht ganz so viel Power. So, der fährt jetzt schon wieder los. Der hier kommt jetzt zurück. Heißt, die treffen sich in der Mitte. Alles super. Wow, 43 doch noch. Heißt, die sind beide voll. Und Leute, schaut euch das an. Wir hatten gerade über 400.000. Diese Linie ist unglaublich rentabel durch die beiden Züge. Jetzt vor allem bei 8 Minuten. Da fahren natürlich jetzt viel mehr Leute damit. Ihr seht es schon hier, der Zug ist eben abgefahren und es sind trotzdem schon wieder 10 Mann da. Das ist natürlich super cool. Genau das wollen wir eigentlich und in der nächsten Folge werden wir unsere Industrie hier noch ein bisschen ausbauen, weil, oh mein Gott, warten hier viele Güter. Aber es sind echt viel zu wenige LKWs, die wir hier haben. Die kommen jetzt gerade alle vollgeladen mit Öl hier an und trotzdem steht hier noch ohne Ende Öl rum. Das Ding produziert halt jetzt auch ohne Ende was. Heißt, wir brauchen mehr Fuhrwerke, deutlich mehr Fuhrwerke. Aber nun gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part und dann geht's weiter mit Train Fever.